Seid gegrüßt, ihr lieben Menschen. Ich möchte gerne noch ein bisschen was dranhängen und ergänzen, damit es nicht allzu viele Missverständnisse gibt oder eben Stänkereien im Kopf oder Widersprüche zu mir, zu meinem Gesagten. Ich habe zu dem Thema Deutschsein ja vor einigen Jahren schon mal ein Video gemacht. Und das habe ich in der Community dann anschließend noch geteilt, jetzt nachdem ich die letzten zwei Teile zum Thema Deutschsein gemacht habe. Vielleicht hat es der eine oder andere schon entdeckt, dass ich da eben das noch verlinkt habe, nachträglich, dass ich ja vor einigen Jahren schon mal ein Video gemacht habe und da habe ich das Deutschsein eben mal mehr einfach wieder in das positive Licht rücken wollen, indem ich diese alten Bilder gezeigt habe. Wobei das jetzt keine Garantie ist für die absolute Realität, es ist halt die Inspiration des Malers. Aber ja, also man muss schon selbst in der Seele so sein, um es so malen zu können. Und wir haben ja auch die deutschen Märchen und Sagen und da finden wir ja ähnliche Bilder und Darstellungen. Also und wir finden viel das Thema Liebe und aber auch die Natur und dass eben die Menschen mit den Tieren zusammen vertraut waren oder auch zusammengearbeitet haben, sozusagen Freunde waren, Verbündete waren und auch die Tiere geholfen haben. Also die Kommunikation über die Geistebene, über die Mentalebene noch sehr gut funktioniert und dann funktioniert ja auch die Sprache mit den Tieren, also zwischen Menschen und Tieren, funktioniert ja die Sprache über das Telepathische, über die Mentalebene. Und umso mehr der Mensch das noch kann, umso mehr ist er also auch noch der universelle, wirkliche Mensch, wie er erdacht wurde und was er ursprünglich ist und auch wieder sein wird. Na, dann, aber dann ist eben irgendwas passiert, das eingegriffen wurde. In die Zeit wurde eingegriffen, aber auch in unser, ja, in unsere Gedanken, Meinungen, Gefühle, überall wurde eingegriffen. Und wir haben uns verändert dadurch, wenn wir das Bewusstsein und die gute Seele verlieren, dann können wir ganz schön schlimme Sachen plötzlich als Menschen anstellen. Und dann wird gesagt, ja, die bösen Menschen, schaut, die bösen Menschen. Nein, das ist nicht der wahre Mensch. Und das gilt für alle Menschen, egal aus welcher Nation oder aus welchem Land, aus welcher Heimat sie kommen, aus welchem Ursprung und welche Hautfarbe oder Augenfarbe oder Haarfarbe sie haben oder sonst irgendwas, ja. Irgendwelche körperlichen äußeren Merkmale, das kann vielleicht auch mal ein Hinweis gewesen sein oder ist es vielleicht auch manchmal noch, aber vielleicht ist es auch Quatsch. Du musst es selbst erfahren erstens. Du musst es immer selbst erfahren. Du musst von Mensch zu Mensch dir dein eigenes Bild machen. Du darfst nie alles in einen Topf hauen und du kannst nie alles verallgemeinern. Du brauchst deine eigenen Erfahrungen, deine eigenen Beispiele und das musst du immer mit einbauen können, um zu einem Urteil zu kommen. Du musst über was intensiver nachdenken oder dir mehr Zeit nehmen. Du darfst nie zu schnell urteilen und das braucht seine Zeit und man muss, sobald man merkt, es gibt zu dieser Geschichte mehrere Varianten, dann kann ja nicht, da kann man sich ja nicht so leicht festlegen, dass die erste, die man gehört hat, die richtige ist und die anderen schließt man aus. Also man muss immer so vieles mit einbauen, ehe man wirklich sagen kann, also jetzt bin ich mir doch ziemlich sicher, dass das die Wahrheit ist oder dass das das Richtige ist. Und doch gibt es selbst dann noch Widersprüche zu finden und woran liegt das? Weil man eben auch in die Zeit einmischen konnte und weil sich dadurch vieles verändert hatte. Also das heißt, es gab mal die lieben Deutschen, wenn man sie jetzt Deutsche zusammenfassend nennen möchte. Und es gab aber genauso auch nachweislich ganz klar, und da kann auch jeder mal ganz ehrlich reinschauen, dass er da auch was im Kopf findet, woran er sich erinnern kann, dass es da eindeutig auch ein schlechtes Bild der Deutschen gibt. Damals wie heute, egal aus welchem Jahrhundert, du findest immer beide Beispiele. Du findest immer das Beispiel von dem liebenden Menschen, der oftmals auch unterdrückt ist und ausgebeutet wird und trotzdem noch im Herzen ein Guter. Und dann aber eben auch wieder die garstlichen Menschen, die keine Rücksicht mehr haben, kein Mitgefühl mehr und Verräter sind und schlechten Charakter eben haben. Also man erkennt es ja immer am Charakter, wie gesagt. Und das ist also auf der ganzen Welt gilt das. Du erkennst es am Charakter und am Verhalten. Ja, also was sie machen, wie sie reagieren, wie sie sich entscheiden, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen, jeweils die Menschen einzeln betrachtet. Und dann kannst du da auch dich daran orientieren, ob du demjenigen trauen kannst oder nicht. Es gibt auch Täuscher, Lügner, du kannst so viele Erfahrungen machen und es ist schwer, jemanden absolut zu Recht zu vertrauen.
das muss man heute stark prüfen, wem man trauen kann. Und da kann es sehr gefährlich sein, da gutgläubig naiv zu sein oder zu denken, es wäre noch so wie vor tausenden von Jahren in Urzeiten. Unser Geist ist vielleicht unendlich uralt und die längste Erinnerung war immer alles gut und die Menschen sind gut und es wird auch immer wieder alles gut. Und na klar, logisch, weil nach universellen Gesetzen ist das ja immer möglich. Nun, aber ja, wir sind dann nicht mehr drin und wir sind auch nicht mehr die Deutschen, die wir vor 100 Jahren waren und so weiter. Also wir sind nicht mehr das, was wir denken zu sein oder was wir mal gewesen waren. Ja, das ist nicht mehr unbedingt noch der Zustand von heute. Also da zum Beispiel Jugendliche heute sagen so im Gespräch miteinander, draußen stehend im Sommer so, treffen sich so als Krüppchen, quatschen ein bisschen und sagen so, ja, die Ausländer, die müssen sich an uns anpassen, die müssen unsere deutschen Werte und unsere christlichen Werte eben annehmen und sich daran anpassen. Und wenn es denen nicht passt, dann sollen sie sich zurückhalten oder eben in ein anderes Land gehen. Aber hier, das muss ja deutsch bleiben und das muss ja hier nach den Werten von den Deutschen laufen. Und dann habe ich eben gesagt, naja, aber guck dich mal eben kurz um. Jetzt gerade. Also wen siehst du so und was machen die? Ja, ein paar Jugendliche, auch ein paar Ältere. Und was machen die? Saufen und rauchen. Meckern. Und ganz schön asozial quatschen teilweise auch so. Also, ja. Da drüben streiten sich gerade welche. Dort gab es sogar dann eine Situation, da wollte der eine gerade den anderen verprügeln. Und jetzt vertragen sie sich wieder einigermaßen, diskutieren noch heiß. Das ist alles ganz schön niveaulos. Und so ein ziemlich schlechter Zustand, oder? Also wer hier von den Menschen ist ein gesunder Mensch, lebt christliche Werte und hat deutsche Werte. Also was jetzt die Tugend und also eigentlich im Prinzip ja die Anleitung von Franz Bardon betrifft. Also wer lebt das denn? Oder wenigstens nach religiöser Anweisung der Christen. Wer lebt das denn von euch gerade vor? Also nach was sollen sich denn die dazugezogenen orientieren? An das, was sie sehen, an das, was sie mitbekommen, ja? Ich habe schon vor 20 Jahren mal mit jemandem geredet aus Ägypten und aus Jemen, zwei Freunde, und die haben sich dann zusammen irgendwie so eine RTL-Sendung angeguckt, RTL 2 oder so, Frauentausch oder auch irgendwelche Familienprobleme, irgendwelche Quatschsendungen, ja? Und dann sagen die so zu mir, ja, aber wie krass, in welchem Zustand seid ihr denn? Ihr seid ja in einem ganz schlimmen Zustand. Euer Volk ist ja total erkrankt und verblödet. Und wieso zeigt ihr das denn dann auch noch im Fernsehen? Und wieso endet ihr das nie? Ihr habt ja richtig große Probleme mit euren Frauen, mit euren Kindern und mit euren Männern und so weiter. Also alles ist ja krank und kaputt. Und ich so, ah, das ist doch nur im Fernsehen, das ist doch nur Fernsehen, das ist nie wirklich überall, alle, das sind doch nie alle so. Es sind doch nie alle Deutschen so, wie das in RTL 2 gezeigt wird, auf keinen Fall. Natürlich gibt's die auch und es gibt auch welche, die genau so werden, wie der Fernseher das vorgibt. Die gewöhnen sich dann dran und finden das normal, kommt schließlich ja sogar im Fernsehen so zu sein. Also ist man dann auch im echten Leben so. Und ist praktisch geformt worden, hat sich halt von seinem wahren Sein entfernt und ist irgendwas geworden, was man so vorgibt, was angeblich normal wäre. Nun ja, aber das steht ja jetzt nur zum Glück nicht für alle und es gibt ja auch noch welche, die sind ganz bewusst und achten auch drauf und die sind auch in der Familie noch gesund, also es gibt das schon noch. Nur, ja, schlimm, dass sie das ausstrahlen und interessant, dass dann eben Menschen, die Deutschen kennenlernen wollen, weil sie hierher gezogen sind, hier studieren, hier arbeiten, das war ja auch in dem Beispiel so, der eine war wirklich sowas von extrem klug, der konnte so viele Sprachen sprechen und hat auch in verschiedenen Ländern auch schon studiert und gearbeitet und er hat dann sogar Deutschland freiwillig verlassen und ist in sein Heimatland zurück, weil er gesagt hat, hier wird man grau und kalt und hässlich und böse. Selbst meine Landsleute wären hier anders. Ist nicht gut hier. Ich gehe lieber zurück, verzichte auf Karriere und Geld. Ich gehe lieber zurück und lebe ein ganz einfaches Leben, aber bleibe Mensch. Das habe ich voll verstanden. 20 Jahre her, die Geschichte. Ja, aber halt eben, so funktioniert das, so baut sich das eben mit der Zeit auf, ja?
Und dann sagen die Deutschen, ihr müsst nach unseren Werten leben. Aber dann schauen die anderen und sagen, naja, aber was sind denn eure Werte? Also wenn wir uns das so anschauen, wie das bei euch läuft, bei euch ist doch alles kaputt. Familie kaputt, Ehe kaputt, die Kinder kaputt, alles sind kaputt. Und die Alten sind im Altersheim und verrecken. Und überhaupt, ihr seid ganz schön herzlos geworden und egoistisch und bei euch dreht sich nur noch ums Geld. Euer Herz ist so kalt. Und das liegt nicht daran, dass es hier Winter gibt und wir im Norden leben. Ja. Was ist denn aus den Deutschen geworden? Welche Werte haben sie denn wirklich? Wie leben sie denn? Gucken die sich mal selber an, ihren Charakter, bevor sie anderen vorschreiben wollen, dass sie das Vorbild für sie wären? Aus welchem Grund sind sie Vorbild? Waren sie mal Vorbild vielleicht? Aber sind sie es heute noch? Mit welchem Wissen leben sie? Mit welcher Aufklärung? Mit welcher Umerziehung? Mit welcher Verdummung? Und die Menschen, die uns die sagen und Märchen hinterlassen haben, die haben das gemacht, weil die wussten, dass es immer schlimmer werden wird und dass wir immer mehr vom Wissen abgetrennt werden. Und dass es immer schwieriger wird, dieses Wissen weiterzugeben, ohne dafür auf dem Scheiterhaufen zu landen. Oder in der Klapse. Ja, oder später beim KGB erschossen zu werden oder sonst irgendwas, ne? Du musstest immer aufpassen, wie kannst du es den Menschen verklickern? Ja, die wollen die Wahrheit hören und die wollen, dass du es denen erzählst und vorkaufst. Bloß du riskierst damit dein Leben. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Und selber wollen sie nichts tun und selber nachdenken, selber erkennen. Die wollen es alles vorgekaut bekommen. Nee, es ist Zeit, dass die Menschen sich selbst anschauen. Jeden Tag. Sich selbst anschauen und schauen, was sind sie denn jetzt wirklich? Und auf was kommt es denn an, egal wo man herkommt und wo man lebt? Es kommt auf den Charakter drauf an und auf den geistigen Zustand. Schlussfolgernd ist dann auch entsprechend der körperliche Zustand. Und da sind wir ein tief erkranktes Volk. Und da sind wir aber nicht die Einzigen oder auch Menschen, Stämme, Menschengruppe, ja, wir alle. Wem geht's denn noch gut? Wer ist denn noch heil? Wer ist denn noch glücklich heutzutage? Ehrlich, echt, wirklich. Gesund. Ist das die Mehrheit? Ja, also auf irgendwelchen Werten sich ausruhen, die Vergangenheit sind längst. Mit der Gegenwart gar nichts mehr zu tun haben, das ist doch echt albern, ja. Und sich dann also so völlig verwahrlost hinzustellen und zu sagen, ihr müsst euch nach meinen Werten richten. Junge, du hast gar keine Werte mehr. Das ist alles Illusion. Illusion. Ja, und dann denkt ihr, wir würden an Märchen glauben. Nee, ihr lebt inzwischen in der Illusion. Ja? Ihr bildet euch ein, ihr wäret noch irgendwas. Aber seid ihr nicht mehr. Und dann rennt er los. Von Hass und Neid infiziert und wollt andere Menschen diffamieren und aussortieren und rausschmeißen. Und da gehört euch einfach nur der Arsch versohlt, die Ohren langgezogen, was auch immer und natürlich eine ordentliche Neugrunderziehung, was euren Charakter betrifft. Spiegel vorhalten. Ja? Man erkennt sehr schnell, in welcher Illusion man lebt, wenn man in den Spiegel schaut. Und damit ist eben mehr gemeint als nur der materielle Spiegel, sondern es ist eben der Charakterspiegel, der dir zeigt, wer du bist. Die Wahrheit über dich. Wie viele lügen sich selbst an und merken es nicht mehr. Und deshalb, ich will hier gar nichts verteufeln und ich weiß, dass es so rum erzählt werden kann oder so rum erzählt werden kann. Mal findet man genau unter den sogenannten Deutschen die guten, lieben Menschen mit dem alten Wissen noch anwenden, Tugend, voll, also wirklich sich an die universellen Gesetze halten, darin noch eingeweiht, erzogen und aufgewachsen, danach handelnd. Das ergibt ein liebevolles, kluges, fleißiges, tüchtiges Volk, wenn man es so nennen will. Wie gesagt, ich habe das ja erklärt mit dem Volk und der Bibel und dem Gott, dass das was miteinander zu tun hat, diese Begrifflichkeiten. Aber wir kennen es ja nur alle auch. Ja, als Wort für uns alle zusammenhängend gemeint. Und letztendlich kann man aber auch sagen, wir alle, die wir Menschen sind, betrifft uns das. Dass wir uns verändert haben, dass das sogenannte Volk sich eben verändert hat und dass es irgendwie plötzlich einem falschen Gott hinterherläuft.
oder mehreren falschen Göttern hinterherläuft und das wahre Göttliche gar nicht mehr kennt, gar nicht mehr fühlt und gar nicht mehr lebt. Und das noch nicht einmal mehr bemerkt und dann auch noch zu denen geworden, dass sie zu denen geworden sind, die dann die Wahrhaftigen auch noch angreifen und bekämpfen. Die, die selbst vergessen haben, Mensch zu sein, die bekämpfen dann andere, die noch Mensch sind. Und so wird ein gutes Volk zu einem bösen Volk. Und sie kannten mal das wahre Göttliche, aber jetzt rennen sie dem falschen Scheingott hinterher. In verschiedener Weise. Ohne es zu raffen. Dass es einen Wechsel gegeben hat. Ja? Am Anfang, da war vielleicht eine Impfe tatsächlich mal gut und lebensrettend. Weil das mal so war, ist das dann immer so? Oder kann das eben wechseln und plötzlich umgedreht sein? Eine Gruppe von Menschen hatten eine gute Idee und haben was ins Leben gerufen, aber dann wurde das später von anderen übernommen und umgedreht. Erstmal hat es einen guten Ruf und dann denkt man, ja, das ist in Ordnung, also deutsche Nachrichtensender sprechen die Wahrheit, informieren uns ordentlich, verantwortungsvoll und die dienen dem Volk und die sagen die Wahrheit und die informieren uns gut, wir können uns auf die verlassen. Vielleicht war es mal, vielleicht irgendwann tatsächlich mal so, vielleicht auch nie, aber man hat es eben erstmal tüchtig geglaubt. Und vielleicht war es auch eine ganze Zeit lang so, dass man, dass das eben alles noch menschlich zuging und die Nachrichten auch wirklich ehrlich und echt waren. Zumindest zum Teil. Nie in allen Themen vielleicht, aber in den meisten Themen war es dann eben wirklich noch echt. Und dann hat sich das aber geändert. Auf einmal kannst du da gar nicht mehr den Medien trauen, weil die nur noch sagen, was sie gesagt bekommen und die dürfen gar nichts anderes mehr sagen. Und das ist also jetzt umgedreht. Habt ihr das bemerkt, ne? Und so gibt's aber so unendlich viele Beispiele, wo sich etwas gedreht hat. Und dieses Drehen, was ihn ja durchaus durcheinander bringen kann. Ja, was denn jetzt? Sind das jetzt die Guten? Oder jeder meint, die wären die Guten, aber es sind nicht mehr alles die Guten. Und waren's vielleicht auch nie. Also hier wird gespielt mit Täuschung, mit Lüge, mit Manipulation, Propaganda, Gehirnfasching, Gehirnprogrammierung, ja? Programmierung des Unterbewusstseins. Magische Sätze, die in Choren wiederholt werden und damit Anker in unserem Kopf gesetzt werden. Hypnose. So, ich hatte kurz Pause gedrückt. Es ist ja auch Wiederholung. Ich habe ja auch das alles schon mal gesagt, nur manche, die verstehen das erst nach und nach immer wieder nochmal ganz langsam. Manche brauchen Jahre. Ist nicht so schlimm. Aber irgendwann sollte es halt immer mehr Klick machen. Also, definiere dich nie mit irgendwelchen Namen und Begrifflichkeiten, oberflächlich oder nach Äußerlichkeiten. Das ist nicht das wahre Sein. Und es ist nicht das, worauf es wirklich ankommt. Denn das ist ja nur die Folge von. Dein Geist schafft Materie. Also dein Körper ist entsprechend deinem Geist. Und zu denken, dass die Genetik versaut ist, wenn du mit einer anderen Hautfarbe dich mischst, wie sie es nennen, das ist auch Quatsch, weil ja Geist schafft Materie. Geist schafft Materie. Wenn ihr euch liebt und wenn alles in echter, wahrer, ehrlicher Liebe geschieht und wenn aus echter, wahrer Liebe Kinder entstehen, dann können die geistig genial sein und perfekt und vollkommen. Und genetisch, also geistig, in der Genialität, in den Genen, in der Genialität, Gene, Geist, Mentalebene. Wenn da alles negativ schlecht geworden ist, in dem Sinne, dass man halt nicht mehr den Ausgleich findet, nicht mehr sich selbst findet, sondern sich in der Spiegelwelt verliert und nur noch in der negativen Frequenz unterwegs ist und die Gute gar nicht mehr findet in sich. Und dann in diesen Frequenzen Kinder gezeugt werden, dann entsteht dadurch vielleicht wirklich auch eine schlechte Genialität durch Vergewaltigung, durch Missbrauch, durch Lüge, durch Egoismus, wenn auf diese Weise Kinder entstehen und auf diese Weise Genetik eben auch weitergegeben wird. Dann schaut doch auf euren geistigen Zustand, wenn er betrunken Kinder macht, was soll dabei rauskommen? So sollte man die Dinge betrachten und nie nach Hautfarbe oder so ein Quatsch. Glaubt ihr immer noch an Käse, der anfängt, Beine zu bekommen und zu laufen? Es ist wirklich, ich sag die Dinge tausendmal, begreift es in ihrer Tiefe.
Wieso kann man dann immer noch auf das Deutschsein pochen und auf irgendeine Genetik, wenn man das begriffen hat, dass Geist Materie schafft? Und dass du entsprechend deines Geistes in deiner Materie dann bist. Und du kannst dich da auch reparieren und regenerieren. Du kannst sogar deine Blutgruppe verändern hin zur Urblutgruppe, die wir alle mal hatten. Kannst du wieder hin zurückkehren oder vorwärts kommen, indem du eben an dir bewusst arbeitest und dich befreist aus den Beschränkungen und deine Seele veredelst. Also wirklich edel bist. Und dann ändert sich deine Genialität und dann ändern sich natürlich auch deine Gene. So. Und das können alle Menschen auf der Welt erreichen, wenn sie noch Mensch sind und ansonsten eben auch noch die Möglichkeit haben, wieder zu ihrem Menschbewusstsein zurückzukehren, falls sie eben noch an der Kante sind und sich noch wiederfinden können, wird's höchste Zeit. Und wer sich gefunden hat und wer spürt, wer er ist und wer nach seinem Gewissen lebt, der sollte das täglich intensiv machen und somit wirklich vorwärts kommen und sich somit in seiner Genialität verbessern. Und damit ist er dann auch wieder ein Vorbild für andere Menschen. Und da haben wir erstmal alle, jeder selber für sich ganz viel zu tun, ne? Und da brauchen wir nie anderen Menschen vorschreiben, dass sie sich nach uns zu richten hätten, wo wir doch gar kein Vorbild mehr sind in der Masse. Schämt euch doch für solche Dummheit, die ihr da von anderen verlangt. Du kannst nicht von jemandem Dummheit verlangen, der klug ist. Ihr haltet euch für die Klugen und bemerkt eure eigene Dummheit nicht mehr. In so einem jämmerlichen Zustand sind viele Deutsche geraten und sind dann noch stolz drauf. Träumt mal schön weiter, gute Nacht, geht bitte leise unter. Für die anderen hoffe ich, dass ihr befreit werdet und geheilt werdet und es richtig versteht und richtig anwendet, den falschen Stolz ablegt und etwas erreicht, worauf ihr ehrlich, leise, im Stillen stolz sein könnt. Dankeschön.